Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich habe mich sehr über die Entscheidung gefreut, dass die USBs mit Hamburg sich um die Bewerbung oder um die Austragung der Paralympischen und Olympischen Spiele 2024 zu bewerben. Ich glaube, das ist eine wirklich große Ehre für Hamburg. Und da muss man jetzt auch mal wirklich Dank sagen allen Hamburgern, die ja mit in der Befragung schon mal signalisiert haben, dass wir hier Olympia wollen. Die Unterstützung der Wirtschaft, die ja wirklich großartig war. Dafür muss man sich bedanken, aber auch bei Herrn Senator Neumann ganz ausdrücklich. Sie und Ihr Team haben da wirklich auch gute Arbeit geleistet. Wir haben auch im Vorfeld einige Treffen dazu gehabt. Also da erstmal ein ganz, ganz großer Dank von Seiten der FDP-Fraktion, dass das so möglich geworden ist und dass wir jetzt hier wirklich tatsächlich als deutsche Bewerbung mit Hamburg reingehen. Der Grund, warum wir uns darüber so freuen, ist weniger, dass wir möglicherweise die Möglichkeit haben, hier ein großes Sportfest zu veranstalten. Und auch wenn dabei der Gedanke von Frieden, Völkerverständigung und Sport, Jugend im Vordergrund steht, das sind wunderbare Sachen. Aber das Eigentliche ist ja, dass wir wirklich eine Chance für Hamburg als Standort sehen in Olympischen Spielen. Eine Chance für den Wohnungsbau, für den Straßenbau, für den öffentlichen Personennahverkehr, für den Sport an sich, für den Breitensport, für den Spitzensport. Und natürlich auch für den Ruf Hamburgs in der Welt. Das ist ja eigentlich das Eigentliche, warum wir in Olympia so große Chancen sehen und warum wir so gerne möchten, dass Olympia hier stattfindet. Und das Zweite, warum Olympia in Hamburg eine großartige Chance ist, ist eben, dass wir zeigen können, und das ist hier jetzt auch mehrfach angesprochen worden, dass Olympia eben nicht nur in autoritären oder totalitären Staaten stattfinden können, sondern dass wir mit der Hamburger Bewerbung, die ja stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, eben auch zeigen können, dass Olympische Spiele auch in einem demokratischen Land wie Deutschland möglich sind. Und sogar dann, wenn man vorher die Bevölkerung in einer tatsächlichen echten Volksbefragung auch gefragt hat. Das ist eine großartige Chance und der IOC hat sich ja auf den Weg gemacht, hat die Kriterien für die Austragungsorte verändert. Ich finde, dem sollten wir jetzt eine Chance geben. Herr Yildiz, da würde ich auch nicht so pessimistisch sein, wie Sie das sehen. Wichtig ist aber, dass wir dann tatsächlich auch bei dem Konzept, was Hamburg ausgearbeitet hat, bleiben und dass wir uns dann natürlich nicht oder nicht der Versuchung erlegen, weiteren Forderungen des IOC nachzugeben, wenn es dann doch darum geht, ein Konzept zu entwickeln, was uns nicht mehr gefällt. Da müssen wir dann tatsächlich auch bei dem bleiben, was wir da entwickelt haben. Und dann können wir eben zeigen, dass Spiele auch nachhaltig sein können und dass sie eben nicht zerstörerisch sein müssen und auch nicht die Umwelt zerstören müssen. So, jetzt ist aber erstmal ein Zwischensport notwendig im Marathonlauf, den wir als Hamburger zu den Olympischen Spielen hinlegen müssen. Denn jetzt müssen ja ganz schnell belastbare Zahlen auf den Tisch. Denn die Hamburgerinnen und Hamburger müssen ja eine Chance haben, in einer sehr intensiven Diskussion jetzt auch alle Chancen und Risiken wirklich diskutieren zu können. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Spätestens im Herbst muss die Volksbefragung stattfinden. Und deswegen können die Zahlen auch nicht erst irgendwann im Spätsommer auf dem Tisch liegen. Da brauchen wir wirklich einen breiten Raum, auch um diese Diskussion wirklich zu führen, weil wir ja doch auch durch die Zustimmung der Hamburger da einen gewissen Vertrauensvorschuss bekommen haben. Und den dürfen wir jetzt nicht wieder verspielen, indem wir hier nicht transparent agieren. Und deswegen fordern wir auch nochmal, dass die Machbarkeitsstudie, die ja mit einer großen Mehrheit dieses Hauses bereits im letzten April, also vor fast einem Jahr, vom Senat gefordert wurde, dass die jetzt auch endlich vorgelegt wurde, zusammen mit den Zahlen. Da bin ich auch gespannt, ob wir gleich vom Senat vielleicht noch ein paar detailliertere Informationen bekommen, wie konkret so ein Zeitplan dann tatsächlich aussehen könnte. Und dann müssen wir uns natürlich schnell aufmachen, Andreas Dressel hat es angesprochen, die Voraussetzungen zu schaffen, diesen Volksentscheid dann auch durchzuführen. Das hätten wir natürlich schon vor einiger Zeit machen können. Der Vorschlag der CDU lag ja auf dem Tisch. Wir haben uns in der Fraktion auch darüber unterhalten. Wir haben schon ein gewisses Unbehagen, dass wir dauerhaft Voraussetzungen schaffen, Volksbefragungen durchzuführen, egal ob das jetzt einfach gesetzlich ist oder in der Verfassung. Wir finden, das darf nur in absoluten Ausnahmefällen der Fall sein. Olympia ist für meine Fraktion ein solcher Ausnahmefall. Und wir haben auf der einen Seite Sympathien durchaus auch für den CDU-Vorschlag, die Volksbefragung einfach gesetzlich zu regeln. Das hat gewisse Vorteile, weil man eben nicht an die Verfassung gehen muss, was ja schon ein starker Eingriff ist. Auf der anderen Seite, wenn dann die Chance drohen sollte, dass ein späterer Volksentscheid diese Entscheidung wieder kippt, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Wir machen uns natürlich lächerlich, wenn wir auf der einen Seite einen Volksentscheid herbeiführen, dieser dann aber wieder durch eine Volksinitiative 2 Jahre später gekippt wird. Das darf natürlich nicht sein.
Da müssen wir uns dann nochmal gemeinsam verständigen, auch über die Möglichkeiten, wie das zu regeln ist. Deswegen nehmen wir die Einladung von Andreas Gressel gerne an, dass wir uns da unterhalten. Das hätten wir längst tun sollen. Ja, wir sehen in Olympia eine tolle Chance. Wir freuen uns über die Entscheidung des DUSB. Wir freuen uns über die Zustimmung der Hamburger, über die Unterstützung aus der Wirtschaft. Wir müssen jetzt schnell handeln, belastbare Zahlen auf den Tisch legen, die Voraussetzungen für die Volksbefragung machen. Und da sollten wir auch keine Zeit verlieren. Vielen Dank.